Ich bin nicht wertvoll. Ich bin nichts Besonderes. Ich mag mich nicht. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin nicht genug. Wie oft haben wir diese Gedanken? Wie oft hast du diese Gedanken? Manchmal haben wir nur einen von diesen Gedanken. Manchmal haben wir all diese Gedanken. Immer und immer wieder. Und dann wundern wir uns, warum wir plötzlich traurig sind. Wenn wir so mit uns sprechen, wie können wir dann fröhlich sein? Wenn wir diese Gedanken haben, wie können wir dann glücklich sein? Würdest du so mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin sprechen, das würdest du nicht machen. Du würdest ihm nicht sagen, du bist nicht wertvoll, du bist nicht liebenswert, du bist nicht genug. Aber bei uns selbst machen wir das Tag für Tag, ganz häufig, und wundern uns, dass wir nicht glücklich sind. Aber wenn du einen von diesen Gedanken jemals hattest oder vielleicht hast, da habe ich eine Frage an dich. Wann hast du das entschieden? Wann hast du das entschieden? Ich bin nicht genug. Wann hast du das entschieden? Ich bin nicht liebenswert. Wann hast du das entschieden? Ich bin nichts Besonderes. Wann hast du das entschieden? Ich mag mich nicht. Wann hast du das entschieden? Denn genau das ist es, eine Entscheidung. Wir haben irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben genau diese Entscheidung gefällt. Wir haben irgendwann entschieden, dass wir uns nicht mögen. Wir haben irgendwann entschieden, dass wir nichts Besonderes sind. Wir haben irgendwann entschieden, dass wir nicht genug sind. Und seitdem haben wir an dieser Entscheidung festgehalten. Und diese Entscheidung, die wir irgendwann getroffen haben, die wurde zu unserer Wahrheit. Und weil wir sie geglaubt haben, haben all die Menschen um uns herum angefangen, es auch zu glauben. Wenn ich mich nicht mag, wie können andere Menschen mich dann mögen? Wenn ich sage, ich bin nichts Besonderes, wie sollen Menschen dann denken, ich bin etwas Besonderes? Aber denk dran, es war eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Und bitte verurteile dich nicht. Gib dir nicht die Schuld dafür. Denn ganz, ganz häufig haben wir diese Entscheidungen getroffen, um uns selbst zu schützen. Vielleicht, weil wir Schmerz erfahren haben, weil wir Leid erfahren haben, weil wir traurig waren. Genau deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen, um uns selbst zu schützen, damit wir nicht mehr diesen Schmerz oder dieses Leid erfahren. Aber das ist nicht die Wahrheit. Es war immer die Interpretation von Dingen, die uns passiert sind. Wir wurden enttäuscht und wir haben interpretiert, dass wir nicht liebenswert sind. Wir wurden verlassen und haben interpretiert, dass wir nicht genug sind. Menschen haben uns gesagt, dass sie uns nicht mögen, und wir haben interpretiert, dass wir uns selbst auch nicht mögen können dann. Also alles war eine Interpretation. Und wenn du diesen Gedanken hast oder ähnliche Gedanken manchmal hast, dann denk dran, es ist nur die Stimme in deinem Kopf. Es ist nicht die Wahrheit. Und für die Stimme in unserem Kopf, für unsere Gedanken, dafür sind wir verantwortlich. Wir können jederzeit eine neue Entscheidung treffen. Wir können jetzt entscheiden, dass wir liebenswert sind. Wir können jetzt entscheiden, dass wir genug sind. Wir können jetzt entscheiden, dass wir uns mögen. Und vielleicht fühlt es sich am Anfang ein bisschen komisch an, weil wir lange, lange Zeit etwas anderes gedacht haben über uns oder das Leben. Aber irgendwann wird auch das unsere Wahrheit, dass wir liebenswert sind. Denn das bist du. Du bist genug. Du bist liebenswert. Du darfst dich mögen. Du bist ein ganz besonderer Mensch, weil du du bist. Bitte vergiss das niemals. Und es ist so schön, dass es dich gibt, dein Björn.